Die Fastenzeit mit Kindern bewusst erleben. Warum in diesem Jahr nicht die Fastenzeit aktiv mit der ganzen Familie begehen? Fasten, ein Vorschlag, der bei vielen Kindern vielleicht erst einmal ungläubiges Stirninfaltenlegen hervorruft. Fasten, das klingt so nach Einschränkung, Verzicht und Verlust von Lebensqualität. Aber bedeutet Fasten im weiteren Sinne zwangsläufig schmerzvoller Verlust von Liebgewonnenem? Und hat Fasten immer etwas mit dem Verzicht aufs Essen zu tun? Beim Fasten sollte es nicht nur darum gehen, den Verzicht auf bestimmte Speisen zu üben. Mein ältester Sohn zum Beispiel wollte auf Gemüse verzichten, wobei er mir beteuerte, dass er das wirklich sehr gerne mag. Vielmehr darum, eigene Lebensgewohnheiten zu überdenken, das ein oder andere bewusst aus dem täglichen Leben auszuklammern, kritisch zu hinterfragen und währenddessen gleichzeitig Raum zu schaffen für Neues. Dabei muss es nicht immer um die ganz großen Dinge und Taten gehen. Und genauso wenig sollte die Fastenzeit zur Qual werden, die die Kinder ewig in schlechter Erinnerung behalten und unter nie wieder abhaken. Aber wie lässt sich die Fastenzeit nun in der Familie und mit Kindern bewusst als Zeit nutzen, manche Dinge anders zu betrachten, vielleicht zu ändern? Wie kann man etwas Gutes tun für andere, für die Umwelt und damit auch für sich selbst? Hier einige Beispiele. Wir verzichten auf laute Musik und Treppengetrampel und Geschrei zugunsten der Stille im Haus und des Familienfriedens. Wir verzichten auf einen Teil unserer liebgewonnenen täglichen Freizeitaktivitäten. Bisschen weniger Handy, Konsole, dafür mehr Zeit für Gespräche, Familie. Wir verzichten auf das Auto und versuchen, die möglichen Wege zu Fuß zu gehen mit dem Fahrrad. Wir verzichten auf Süßigkeiten, was Kindern natürlich sehr schwer fällt, aber es können ja Kleinigkeiten sein, die man weglässt. Wer nicht so gern verzichtet, kann sich auch etwas Spezielles vornehmen. Sich jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit nur für die Familie nehmen etwa, ohne Ablenkung und andere Verpflichtungen im Hinterkopf. Das gilt auch für die Eltern. Oder jeden Tag einem Mitmenschen eine Freude zu machen. Meine Kinder haben inzwischen beschlossen, auf Streiten zu verzichten, was mich natürlich sehr freut. Es klappt nicht immer, aber ich merke, dass sie in vielen Situationen bewusster nachdenken und auch, dass sie sich schnell daran erinnern, wenn ich sie darauf aufmerksam mache. Die Fastenzeit mit Kindern bewusst erleben. Warum in diesem Jahr nicht die Fastenzeit aktiv mit der ganzen Familie begehen? Fasten, ein Vorschlag, der bei vielen Kindern vielleicht erst einmal ungläubiges Stirninfaltenlegen hervorruft. Fasten, das klingt so nach Einschränkung, Verzicht und Verlust von Lebensqualität. Aber bedeutet Fasten im weiteren Sinne zwangsläufig schmerzvoller Verlust von Liebgewonnenem? Und hat Fasten immer etwas mit dem Verzicht aufs Essen zu tun? Beim Fasten sollte es nicht nur darum gehen, den Verzicht auf bestimmte Speisen zu üben. Mein ältester Sohn zum Beispiel wollte auf Gemüse verzichten, wobei er mir beteuerte, dass er das wirklich sehr gerne mag. Vielmehr darum, eigene Lebensgewohnheiten zu überdenken, das ein oder andere bewusst